Ich habe Zeit. Ich habe auch Zeit. Gut. Geht schon los? Nee, lass dir Zeit, Fischi. Geht schon los? Nee. Ach, wir haben das geändert mit den Monitoren. Das ist nicht so schlimm. Hat aber noch keiner geklatscht. Also. Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf der Mac Erfurt. Die zweite Mac, die mir schon sehr, sehr gut gefallen hat bis hierhin. Aber jetzt wird es noch besser hier auf der Bühne in Halle 1. Hallo Frodo, schön, dass du auch da bist. Hallo Frodo, hallo Fischi, hallo Ben. Nee, nicht Benny. Benny. Quatsch, wie komme ich denn auf Benny? Vorbei, aber wir haben, sorry, ich bin dumm. Wir haben den Steffen von The Delegate. Komme ich denn auf Ben? Mit auf der Bühne, denn heute geht es um ein neues Spiel, was bald rauskommt. Haben wir ein Release-Date? Ja, genau. Year of Rain erscheint Anfang November, am 6. Am 6. November? Ja. Okay. Das ist ja quasi jetzt schon eigentlich. Es ist schon um die Ecke. Und es handelt sich dabei um ein Echtzeit-Strategiespiel. Um das jetzt mal ganz richtig einfach runterzubringen. Klassisches RTS einfach. Klassisches und sehr, sehr klassisches. Warcraft, Starcraft, ja. Craftcraft, ja. Wie alle heißen. Wir werden halt, ja genau, du sagst es gerade. Wir werden sehen, es ist sehr, sehr klassisch. Ich würde mal behaupten, es experimentiert nicht so sehr, sondern geht so ein bisschen zurück zu den Wurzeln. Würdest du das so unterschreiben, Steffen? Genau, wir achten besonders darauf, dass es halt zu den Wurzeln geht, dass die basischen Sachen, die sich die RTS-Fans wünschen, in diesem Spiel vorhanden sind. Wir machen also keine großen Experimente außer dem 2-gegen-2-Fokus. Das finde ich cool. Das ist nämlich ganz wichtig bei euch zu sagen, weil es ist ein 2-gegen-2-Modus und man gewinnt und man verliert als Team, weil eigentlich muss ja nur ein Spieler verlieren aus dem Team und dann ist ja schon vorbei. Es ist nicht so, dass beide kaputt gehen müssen, sondern wenn dein Mate halt schlecht ist, ja, hast halt... Ja. Kannst du auch nicht carryen, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es ja auch dann Eigenschaften der Helden, die sich so ein bisschen ergänzen auch. Deswegen sagtest du, Fokus auf 2-gegen-2, weil es so Sachen gibt wie Tank, Heal und DPS, was ich super spannend finde für ein Strategiespiel. Aber da fand ich auch wieder lustig, weil du wählst dir am Anfang eins der drei Häuser aus, Rooper, Undead oder die Outcasts. Und die haben jeweils drei Helden. Und einer davon ist mal der Tank, einer ist der Damage-Dealer und einer ist so der AOE. Ja. Caster. Da muss man sich absprechen, aber, sich ergänzen. Aber dann wählst du ja trotzdem nochmal deine Klasse. Ja. Also du bist dann im Spiel und hast dann vielleicht einen Tank gewählt als Figur, kannst aber sagen, ja, aber die Rolle, die ich spielen möchte, ist nicht Tank, sondern ich möchte trotzdem Damage spielen. Und dann kriegst du am Anfang quasi einen Damage-Buff und je mehr du levelst, umso mehr buffst du quasi in die Richtung Damage. Also obwohl du einen tanky Helden hast, yes, hat der dann auch insane viel Damage. Oder ist dann Heiler, könnte man ja auch machen, einfach ein super tanky Heiler. Also super, super viele coole Sachen, die wir uns auch noch mal ein bisschen genauer anschauen werden, auch in den Matches. Denn wir werden hier auf der Bühne das Finale spielen des Qualifiers, der das ganze Wochenende jetzt hier auf der Messe in Halle 1 drüben gespielt wurde. Schöner Bereich da hinten, den ihr euch da aufgebaut habt. Ich war leider zu selten da, weil ich zu viel zu tun hatte und bin deswegen aber umso glücklicher, dass wir das jetzt hier auf der Bühne machen können. Wir wollten ja eigentlich auch mit Qualifiern, aber unsere Slot-Zeiten beim Moderieren waren mal hier so fishy, dann ich. Ja. Was, dann hattest du frei, dann musstest ich arbeiten, dann hatte ich frei, dann musstest du arbeiten. Das war und dann war es 19 Uhr und dann wird man irgendwann rausgeschmissen. Aber zu Hause zocken müssen. Ja. Ich bitte dich drum. So, aber bevor wir jetzt loslegen mit dem Finale, haben wir noch etwas vorbereitet. Und zwar haben wir das Spiel um den 3. und 4. Platz wurde schon gespielt und wir haben die Gewinner davon hier zu uns gebeten. Gewonnen hat ja leider gar keiner davon, ne? Naja, aber also den 3. und 4. Platz gewonnen kann man ja auch. Ist schon mal besser als nichts. So, willst du die Herrschaften schon mal auf die Bühne bitten? Wollen wir sie auf die Bühne bitten? Ich hol die Preise. Holst die Preise, okay. Dann fangen wir von hinten an. Ja, bitte. Dann hätten wir gerne mal einen Applaus für die Viertplatzierten des ersten Qualifiers von A Year of Rain. Und wir bitten Paula und GT-Krieger 78 auf die Bühne. Kommt zu uns, wollen wir die mal in die Mitte lassen? Auf die Kante, ja, da kann man ruhig mal klatschen. Willst du richtig mit hinsetzen? Ja, ich hätte die beiden. Achso, okay. Wir können auch stehen. Ja, wir müssen uns leider ein bisschen beeilen. Wir haben irgendwelche Worte, Mutti danken, Fadi danken. Nee, aber grüße bei Clan. Warte kurz, da ist er gar nicht an hier. Fischi, warum gibst ist du das nicht an? Warum gibst du mir ein Mikrofon? Ich wollte dich ein bisschen freuen. Ich bin wieder der letzte Otto hier. So, jetzt aber. Ich grüße auf jeden Fall meinen Clan, also Dark Roughnecks. Dark Roughnecks represent. Nee. Jawohl. Und es ist ein geiles Spiel gewesen, muss man sagen. War knapp? Oder? Also 3. und 4. Platz haben wir am Anfang in Führung gewesen, aber danach haben sie uns komplett weggeschlagen. Wir haben da also es war wie so ein Berg, der hoch und wieder abging. Der war geil hoch. Wie so eine Achterbahnfahrt ging hoch und dann so. Wer war schuld von euch beiden? Wer war schuld? War eine Teamleistung. Ist ein Teamspiel, beide waren schuld. Ja, sonst fragt man ja immer, wer hat gecarried, aber hier muss man fragen, wer hat gedroppt. So. Ich wollte mal fragen, wie lange spielt ihr das schon? Habt ihr...
Freitag das erste Mal. Freitag das erste Mal und dann vierter Platz. Ja. Das finde ich ganz schön krass. Dann nochmal einen kleinen Applaus, bitte. Freitag das erste Mal gespielt. Überleg mal, hätten wir Freitag angefangen, hätten wir alle wegrasiert. Hätten alle wegrasiert, vielleicht nicht. Habt ihr ein Glück? Darf ich euch eure Preise überreichen? Das sind... Nein. Ja, bitte. Och, komm schon. Mousepads von KM Gaming, damit ihr zu Hause auch nochmal ordentlich üben könnt. Gut, wer auch noch üben muss, aber nicht mehr ganz so viel, weil es zumindest für den dritten Platz gereicht hat. Oh ja. Sind unsere beiden Drittplatzierten. Ihr könnt schon mal auf die Bühne kommen, während ich lauter als eure Namen sage, nämlich Pablas und Stanley. Die Drittplatzierten. Ihr dürft auch daneben stehen, ihr dürft aber auch schon runtergehen, wie ihr wollt. Also, wenn ihr eure Mauspads jetzt in Ruhe auspacken wollt und nicht wollt, dass einer zuguckt dabei, dann hier ist nochmal euer Applaus, die Viertplatzierten. So. Ja, dritter Platz, wir haben gerade eben schon gehört, ihr spielt dieses Spiel seit? Seit Freitag, da haben wir die erste Runde gespielt. Mensch, ich weiß nicht. Ich erkenne ein Muster. Ein Muster. Freitag oder hast du Samstag angefangen? Freitag, wir haben beide zusammen angefangen. Okay. Aber ihr seid auch so alte StarCraft- oder Warcraft-Veteran? Warcraft. Okay. Wie ist es? Kommt es ran? Ist es was ganz anderes? Oder merkt man schon, okay, wenn man halt ein RTS einfach gespielt hat, kommt man rein und kann den ganzen Skill von früher also, einfach mal? Ich finde, es ist ziemlich einfach zum Einstieg, aber es ist halt easy to learn, hard to master. Ah. Also, das ist halt genau das, wie was das ist die Blizzard-Formel halt. So ein bisschen. Ne? Und auch es gut. Ist auch so ein bisschen eine Mischung aus Warcraft und StarCraft, würde ich am meisten sagen. Okay. Jo. Aber macht Spaß, macht ihr weiter? Wollt ihr Platz 1 beim nächsten Mal machen? Ja, wäre schon was, ne? Dann sehen wir uns nächstes Jahr auf dem Mac wieder und dann heißt, hier sind eure Erstplatzierten des zweiten Qualifiers, Pablas und Stanley. Aber hier sind eure Preise, noch viel größere Mauspads. Zum noch mehr Üben. Kleiner Plot-Twist, die Erstplatzierten kriegen so einen Teppich. So einen Mauspad-Teppich, wo sie dann halt... Geilo, dann hier nochmal euer Applaus und eventuell sehen wir uns dann nächstes Jahr wieder. Geilo. Aber jetzt. Das war aufregend. Und das fandst du schon aufregend? Das fand ich schon aufregend. Jetzt geht's erst richtig los. Jetzt geht's erst richtig los. Okay, also, wir spielen Best of Three. Ja, das heißt, wir spielen im Bestfall 3 Matches. Ja, wünschenswert. Die wurde mir gesagt, wenn die Leute sich einigermaßen auskennen oder besser sind, so um die 20 Minuten dauern. Ja? Wenn Leute natürlich jetzt das erste Mal spielen und sich erstmal so ein bisschen eingrooven, dann kann es auch mal länger sein. Aber ich finde, das ist eine super Matchzeit. Die wir da haben. Sind wir denn schon in der Lobby mit drin? Wir sind schon als Zuschauer in der Lobby drin. Das sieht sehr, sehr gut aus. Wollen wir mal ganz kurz schauen? Die Spieler sind Sinjul und Vögling. Der ist, glaube ich, extra aus Dänemark hergekommen. Dänemark? Echt? Ich glaube Dänemark. Dänemark? Dänemark. Da sehen wir es auch schon. Und Sir Edwin und Creepycast. Und wir haben jetzt im anderen Team. Wir können mal direkt gucken, und zwar die Nummern. Ah, jetzt ist es schon wieder weg. Ah, ich war doch gerade nicht fertig hier. Ah, geht schon los? Geht schon los. Oh, es geht schon los. Ich weiß leider nicht, wer ist. Am Anfang, wir haben also 4 Basen, unsere 4 Hauptgebäude hier. Das sind die Hordien, das ist das Mausoleum der Undeads, wenn ich mich nicht irre. Das ist auch nochmal die Verstoßenen. Und dann haben wir hier unten nochmal die Undeads. Also beide Teams haben sich für die Kombi Undead und Outcast entschieden. Jetzt gucken wir mal, die Helden müssen ja auch demnächst spawnen. Dann werde ich mir die direkt mal durchmarkieren hier. Ja, markier mal durch. Wie wir hier jetzt schon sehen können, und das, ihr werdet den Vergleich ja öfter hören mit Warcraft 3, was ja nichts Schlimmes ist, wie ich mir vorstellen kann. Und man sieht auch hier, es gibt halt eine Mine und es gibt Holz einfach als Ressourcen. Gibt's noch was anderes? Nein. Nee, die einzigen beiden Ressourcen, die wir haben, sind Anorium, das ist unsere Art Metall oder Gold, und klassisch Holz. Völlig gut, Holz. Hier wird schon der erste Kristallturm gebaut. Okay, und am Anfang passiert jetzt natürlich noch nicht so viel. Ich glaube, eine Besonderheit bei den Undead ist, dass sie Arbeiter spawnen können. Ist das richtig? Die Undead, genau. Die Undead haben im Hauptgebäude die Möglichkeit, für eine temporäre Zeit 5 bzw. 3 weitere Zombies zu spawnen. Die Kollegen hier. Die dann entweder als Rush Protection verwendet werden. Ah, da haben wir sie schon gesehen eben. Die entweder als Rush Protection verwendet werden können, wenn man angegriffen wird, dass sie zurückschlagen. Alternativ können die auch mal kurz noch weitere Ressourcen sammeln, zusätzliche Ressourcen. Hier sehen wir, hier sind sie noch nicht gespawnt worden, beim blauen Team. Genau, da noch nicht, bei dem anderen hatten wir sie eben. Genau. Okay, das heißt also auch, dass man dadurch auch einen schnelleren Start hinlegen kann, weil man dann schneller an Ressourcen kommt. Ist es dann auch eine Rasse, die so ein bisschen auf möglichst viele Einheiten, kleinere Einheiten setzt? Würde ich so jetzt nicht unterschreiben. Also okay. Es ist schon eher so, wir sind eher im Micro angesiedelt. Das heißt, sich um die Einheiten mehr oder weniger einzeln zu kümmern. Hier sehen wir auch schon die ersten beiden Helden. Eher als Makro, genau. Hier sehen wir schon die ersten beiden Helden. Das ist wahrscheinlich der Damage-Dealer.
Der macht ordentlich Damage, genau, und das ist Lady Lorona, das ist... Casterin der Untoten. Genau. Wie kann man Leute nochmal markieren, also für den Schnellslot? Einmal Steuerung. Anwählen und dann Steuerung 1. Genau. Macht er nicht, ja. Hämmern. Hämmern hilft, glaube ich, oder? Hat er gemacht? Nee, macht er nicht. Doch. Er braucht mal ein bisschen. Ah, und da haben wir auch schon gerade einen Skill gesehen, den sie spielen kann. Ich weiß den Namen gerade nicht, aber das ist quasi so ein Bereich, der irgendwann nach einer bisschen Verzögerung aufploppt und dann Damage over Time macht. Genau, sie wirft quasi so eine Knolle und die nach 1-2 Sekunden explodiert die und macht Schaden im gesamten Bereich. Wir sehen aber auch tatsächlich auch, also dass nicht nur die Meta anscheinend aktuell ist, Undeads und Outcast zu spielen, sondern auch Auror und eben Lady Lorona, ja, das sind offenbar die beiden, scheint so, als ist das sind das sehr beliebte Heroes in der Kombination, ja. Ist eine klassische Mirror-Comp. Okay, und um nochmal was zu den Helden zu sagen, das ist halt auch sehr, sehr klassisch aufgebaut, die leveln einfach über die Zeit und dann kann man quasi aussuchen, welche Skills nicht, also mit Experience. Ja, sie leveln über die Zeit mit Experience, genau. Genau. Das war falsch formuliert, aber im Endeffekt ist es ja dann über Zeit und man wählt dann auf dem Weg, welche Skills man zuerst skillen möchte. Genau. Und es gibt auch eine Ultimate, habe ich gesehen. Und es gibt eine Ultimate, die kann ab Level 6 freigeschaltet werden. Das heißt, du entscheidest dich am besten in den ersten paar Leveln erstmal für eine von den dreien und levelst die auf. Und dann irgendwann kannst du die Ultimate freischalten, die dann nochmal extra Schaden macht, logisch. So, die Kriegsbestie ist wahrscheinlich die Baracke der Outcasts, wo also einfach ganz normale Kampfeinheiten gebaut werden. Ja. Bei den Undeads müsste das ja hier unten, wo haben wir sie? Hier unten bei den Undeads hatten wir dann also... Fire Shard. Kristallturmsplitter. Der Nexus ist das wahrscheinlich, wo die Zombies dann rausgekrabbelt kommen? Also das ist eher das Hauptgebäude, wo die Zombies rauskommen. Die Einheitenproduktion findet statt in Arcane Nexus. Achso, genau. Der heißt Nexus auf Deutsch, okay. Also es ist witzig, wir haben die Übersetzung, also wir befinden uns aktuell in der Closed Beta und die Übersetzung in alle möglichen Sprachen kam jetzt neuerdings erst an. Das heißt, ich bin ja auch eher so auf die englischen Namen gepolt als auf die deutschen. Was macht denn der entweite Boden? Was macht denn der entweite Boden? Nee, Quatsch, der Kristallsturmsplitter. Das ist was ja auch nur die Undead. Ah ja, da haben wir es schon. Unten im Kristallsturmsplitter sehen wir schon, da werden die Einheiten produziert. Die weiteren Gebäude, die daneben gebaut werden, die schalten eher weitere Einheiten frei, die dort produziert werden können. Ansonsten gibt es noch ein zweites Gebäude, wo Einheiten produziert werden können. Das sind dann meistens irgendwie Tier 3 Einheiten. Wir sehen halt, wenn man jetzt mal guckt, die Banshee zum Beispiel. Also die Undeads sind hier anscheinend eh als Supporterklasse gewählt worden. Die Banshee ist eine Einheit, die nicht nur verbündete Einheiten feilt, sondern eben auch noch den Schaden, den die eigenen Einheiten erleiden, vermindert. Und man dementsprechend mit der Banshee und der Lady Lorona einfach komplett reingehen kann, während Aror hier alle Leute aus dem Leben nimmt. Ja, die beiden laufen auch schon zu weit rum, sind auch schon relativ nah eigentlich an der gegnerischen Base, wenn man jetzt überlegt, Team 2 ist hier unten eigentlich angesiedelt, die beiden Bases von Team 1 befinden sich oben links und in der Mitte und vor allem sind deren beiden Helden so ein bisschen AFK. Ich weiß gar nicht, was sie hier oben machen. Die stehen jetzt in der Ecke. Ja, die stehen da schon. Affen sich und warten wahrscheinlich auf einen der kleinen Minibosse, der da gleich kommt und ihnen... Ja. Welcher spawnt da? Der Damage oder der Defense? Jetzt laufen die runter, während die anderen in ihre Basis laufen, ja. Oha. Genau, ja, das könnte nämlich hier eigentlich schon vorbei sein, oder? Das sieht schon gefährlich aus eigentlich, ja. Aber jetzt haben sie es gesehen. Ich wollte gerade sagen, das ist der Early Invade, aber jetzt wird hier oben natürlich Lady Lorona kriegt's mit. Aror ist auch schon auf dem Weg. Beide warten noch aufeinander. Man will ja nicht alleine reingehen. Man möchte nicht alleine die Base verteidigen. Aber Team 2 zieht sich hier auch schon wieder zurück. Traut sich doch nicht, den ersten Engage hier zu machen. Aber man kann ja schon mal ein bisschen poken. Einfach schon mal gucken. Ne? Hätten sie direkt committed, hätten sie vielleicht sogar ein halbes Hauptgebäude dann gekriegt. Aber jetzt gehen wir direkt hier in den ersten Teamfight rein und sehen die beiden Damage-Dealer aufeinander. Gar nicht so schlau hier positioniert. Da steht Lady Lorona als Support eigentlich vorne. Und der erste Held ist auch schon down. Aro schon down. Da kann Lorona alleine auch nichts mehr machen. Und Team 2 geht hier fast siegreich aus dem ersten Kampf raus. Hat aber auch zumindest Lady Lorona fast verloren. Aber jetzt kann man natürlich aufs Hauptgebäude gehen. Ne? Jetzt muss man warten, bis der Held wieder spawnt. Wird aber nicht passieren in der Zeit. Dank der Banshees wird es wahrscheinlich auch nicht so lange dauern, bis das der Hero wieder hochgeheilt ist und dann der nächste Angriff stattfinden kann. Jetzt müssen natürlich die Ads müssen noch zerlegt werden hier. Die kleinen Schakale, die Gnolls. Aber wenn die down sind, kann man eigentlich direkt anfangen, hier die Hordenbestie, also das Hauptgebäude, zu zerstören. Und das tut gerade an der Stelle besonders weh, weil das ja schon eine Echse ist. Die Minen, die laufen nämlich irgendwann leer. Das heißt, es macht schon Sinn, irgendwann zu expandieren und
eine zweite Basis irgendwo aufzubauen in der Nähe einer zweiten Mine. Hero ist und das hier wäre so eine zweite Mine. Hero ist aber auch schon wieder gespawnt. Das heißt, Einheiten werden ganz normal hergestellt in den Baracken, die halt je nach Klasse oder je nach Haus anders heißen. Und die Helden respawnen, solange das Hauptgebäude noch aktiv ist. So ist es. Können denn alle Rassen überall bauen oder gibt es auch irgendwie Stellen, wo man oder eine Rasse, die irgendwie erstmal nur irgendwo bestimmt bauen kann? Nee, alle Rassen können überall auf der Karte bauen. Ausnahmen sind technische Blockaden, wie zum Beispiel Rampen. Auf Rampen kann ich gebaut werden, aber ansonsten können sie sich überall breit machen. Das macht vor allem deshalb Sinn, weil auf der Karte sind diese kleinen orangen Punkte. Ja. Das sind weitere Minen und eben schon mal gesagt, es muss sichergestellt werden, dass immer die Minen besetzt werden, damit immer Rohstoffnachschub da ist. Okay, und das erlaubt ja dann auch durchaus eventuelle Cheese-Taktiken, dass man einfach vielleicht am Anfang schon mal rausgeht und ganz woanders baut, wo der Gegner das nicht vermutet. Was ich immer super spannend finde und sehr lustig finde, gerade im E-Sport-Bereich, wenn die Leute sich mal trauen, sowas zu tun. Es ist auch klasse, gerade weil die Siegbedingung, das Spiel zu beenden, ist ja, alle Gebäude von einem Gegenspieler zu zerstören. Ja. Und dann gibt es doch tatsächlich Leute, die laufen irgendwo in die dunkelste Ecke der Map, wo keiner hinläuft, und bauen da einen Turm. Ja. Und oder bauen das zweite Hauptgebäude. Haben wir jetzt noch nicht gesehen. Relativ nah beieinander. Aber wir sehen, der Levelunterschied ist natürlich absolut nicht zugunsten von Team 1 hier. Wer war Team 1 waren, glaube ich? Du kannst mal oben links da in dem Dropdown, wo Überblick steht. Nicht auf der Karte, sondern oben links. Auf Helden gehen. Da kannst du mal durchwechseln auf Helden. Da haben wir das sehen wir auch, wenn man durchklickt unten links, ne, bei Team 1 beide Helden noch auf Level 3. Und bei Team 2 haben wir sowohl Lady Llorona. Ja, Team 2 ist auf jeden Fall im Vorteil mit... okay, Team 1 ist jetzt auf Level 4 aufgestiegen, aber mit einem Level Vorteil ist Team 2 immer noch ein bisschen weiter vorne. Läuft auch hier schon mit den Heavy Units los. Das sieht quasi so aus, als möchte man hier das erste Mal schon direkt reingehen. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen schade, denn beide Teams haben die gleichen Heroes gewählt und nahezu die gleichen Einheiten gebaut. Es wäre natürlich sinnvoll gewesen, man schaut, was haben die Gegner für Einheiten gebaut und baut dann entsprechend die Einheiten, die am stärksten gegen die gegnerischen Einheiten arbeiten. Das ist ein klassisches Steinschere-Papier-Prinzip. Yes. Ja, hier ist es jetzt nicht Steinschere-Papier, hier ist es, wer hat mehr. Und das ist in dem Fall Team 2, die von hier hinten natürlich mit ihren Zyklopen einfach massiven Damage austeilen, der überhaupt gar nicht genäht werden kann, weil die Reichweite gar nicht da ist. Da müsste man jetzt eigentlich... Oh, da kommt schon die erste Udi rein. Da müsste man mit Aro eigentlich rumlaufen und die beiden von hinten wegsnacken. Aber du möchtest natürlich auch nicht außerhalb der Reichweite deines Supports spielen. Bringt aber beides nichts. Beide Helden sind hier gefallen, zumindest für Team 1, Team 2. Ja. Jetzt also gerade in der Homebase der Undeads. Es sieht auch so cool aus, wie diese Skills dann ausgepackt werden. Und ich habe auch gesehen, manche Skills bauen aufeinander auf. Das heißt, du kannst irgendwie einen Seed vorwerfen und der macht an sich schon Schaden. Und wenn du dann noch mit dem anderen Skill reintriffst, machst du nochmal extra Schaden. Genau, das ist zum Beispiel bei der Wraith oder fällt übrigens Geist Hero. Das erste Hauptgebäude. Okay, das ist schon mal down. Oh! Und das ist natürlich, das tut halt richtig weh, weil die Lady Llorona jetzt nicht mehr spawnt. Das heißt, Team 1, ach doch! Ja, die haben noch ihre Heimbasis. Das eben war auch wieder nur so eine Echse, die sie gebaut haben. Ist ärgerlich, weil wenn die Echsen direkt zerstört werden, da irgendwann läuft halt die eigene Mine leer. Es kann sein, dass die oben vielleicht sogar schon leer. Die ist noch nicht leer, aber die weiter links, oben in der Ecke. Genau. Ah ja, guck mal, da oben stand normalerweise eine Mine, das ist die von der Anfangsbasis, die ist jetzt schon leer. Krass. Die haben es also jetzt schon eher schwierig, die weitere Ressourcen. So viele Ressourcen abgebaut und trotzdem beide Teamfights glamourös verkackt. Wie gesagt, das Problem halt in dem Moment, wenn alle deine Haupthäuser zerstört wurden, respawn dein Hero nicht. Du kannst die Haupthäuser natürlich wieder bauen, wenn du noch genug Ressourcen hast. Genau. Aber irgendwann bist du halt auch so am Rotieren, weil du aufpassen musst, dass nicht alle anderen Gebäude zerstört werden. Deine Minions musst du vielleicht auch mal abgruppen, damit die nicht einfach überall einzeln weggefrühstückt werden. Aber Team 2 hier eigentlich relativ solide mit dem Levelvorteil. Wir haben... Oh, ist tot. Nee. Oh, wo ist er? Er ist tot. Die sind wieder weg. Die sind beide tot. Wir haben tatsächlich nur noch... Oben links, wenn du da auf Helden wechselst im Display, dann kannst du sehen, sind die tot. Da haben wir lebendig. Dann spawnen die gleich. Level 7 und 8 sieht man schon in einem Team. Das andere Team ist immer noch auf Level 5. Muss ich mir die wieder markieren hier? 7 und 8 zu Level 5, das ist natürlich ein großer Unterschied. Mhm. Und ab Level 6 kam ja das Ultimate dazu. Das heißt, der Vorteil ist auf jeden Fall
bei Team 2, was übrigens aus Sinjul und Hügling besteht. Und ja, und wir hatten es ja eben schon gesagt, man kann hier quasi nur für einen Helden sich entscheiden pro Team. Man kann nicht wie in anderen Spielen einfach mehrere Helden bauen und mit denen dann losgehen und eine Kombination machen. Genau. Können wir sehen, welches Team sich auf welche Rolle, also welcher Spieler sich auf welche Rolle bezogen hat? Die Rolle kannst du in diesem Display oben für Observer noch nicht sehen. Du kannst das Hauptgebäude mal auswählen von dem und dann siehst du unten das kleine Schild-Icon. Okay. Das heißt, wir spielen mit den Undeads eigentlich so ein bisschen den Supporter-Character mit Lady Llorona, aber spielen die als Tanky, also quasi als Tanky-Support-Character, der nicht tot zu kriegen ist. Ja, und der andere... Der andere war... Das ist die Schaden. Der Damage-Dealer, der auch noch die Damage-Rolle übernimmt, also einfach wirklich Full-Damage. Und bei den anderen beiden... Wir haben schon wieder im Teamfight drin hier. Nee, da wird einfach nur gefarmt. Nice. Bei den anderen beiden haben wir auch wieder auch den Tanky-Support. Wahrscheinlich Schaden. Den ja, Damage-Dealer, den Damage-Dealer. Also eigentlich haben sie genau das gleiche Setup gestartet. Kann natürlich sein, dass man, wenn man am Freitag angefangen hat zu spielen, direkt schon rausfindet, was hier die Meta ist. Man spricht sich bestimmt auch untereinander ab. Was hier so ein bisschen das Problem ist, ich nehme an, das wollte ich vielleicht noch ändern, weiß ich nicht, dass die Lebensbalken von allen die gleiche Farbe haben. Das ist, glaube ich, beim Zusehen, gerade wenn man das Spiel noch nicht kennt, ein bisschen schwieriger. Seid ihr da dran oder wollt ihr das so haben? Ja, nee, das ist tatsächlich ein Feature-Wunsch, den wir schon öfter bekommen haben. Das ist in diesem Observer-Modus, in dem wir ja sind. Da passiert übrigens gerade der Gank. Und er entscheidet sich auch nochmal um und rennt lieber in den Damage-Dealer rein. Er hätte doch jetzt theoretisch Team 1 mit seinem Damage-Dealer, mit Aror, einfach hier in Lady Llorona reingehen können. Jetzt kommen sie alle zusammen. Ne? Ja, aber jetzt wird er halt von beiden Seiten gegankt. Kommt natürlich der eigene Support von links noch dazu. Aber er ist eigentlich schon in der Zwickmühle und da fällt er. Er ist eigentlich schon tot. Da ist er durch. Damage-Dealer Team 1 kaputt, da kann auch Lady Llorona nicht mehr viel machen, so tank ich, wie sie sein mag, den Damage drückt sie nicht mehr raus, um die beiden Helden noch aus dem Leben zu nehmen. Das heißt, Aror von hier hinten einfach mit der Range völlig unschlagbar. Und das war wahrscheinlich der Surrender-Vote. Genau, Spieler 12, Creepycast. Creepycast. Okay, ja, da meldet sich Windows nochmal. GG, erstes Spiel. Da wird noch geschrieben, GG, cool. Ja, kleiner Applaus vielleicht für die Jungs und Mädels, die da hinten gerade noch spielen, damit die ein bisschen motiviert werden. Mal sehen, wirtschaftlich natürlich einfach abartig viel mehr Ressourcen ausgebaut. Viel mehr Einheiten. Wir hatten es direkt am Anfang. Sie sind direkt mit den Heavy-Einheiten, mit den Zyklopen reingelaufen, die halt über Range massiven AOE-Damage machen. Und wenn du da nicht gegenhilfst, dann werfen die von hinten Steine. Müsstest du rumzirkeln, aber dann stehst du mit deinem Helden auch wieder alleine da. Also da wäre eventuell der Disengage ein bisschen schlauer gewesen. Für die Leute, die zu Hause vielleicht zuschauen und das nicht ganz mitbekommen haben, es wird gerade hier vor Ort gespielt, dieses Finale. Die Jungs sitzen einfach ein bisschen auf der anderen Seite der Halle. Genau. Und wir können das hier spectaten und holen sie natürlich nachher zu uns auf die Bühne. Und dann einmal ein Team Observer. So, wir rechnen jetzt nochmal die Lobby ein. Spielen Best of Three, das erste Spiel. Genau, wir sehen auch hier schon wieder, wie ausgeschaut wird. Wir haben also, Sinjil spielt wieder die Untoten und wieder mit dem Geist. Das ist wieder das gleiche Setup eigentlich. Genau, ja. Wir haben auch wieder die Outcasts von Fiegling, der mit dem Gnäufis, also mit Aror losgeht. Und auch unten haben wir wieder die Untoten mit dem Geist, mit Lady Llorona und die Outcasts, die Verstoßenen mit dem Gnäufis. Gut, alle sind fertig. Wir spielen Haus Rupa, kann man machen. Paladin. Und wir spielen Feuermagier. Ist eigentlich egal, aber klingt halt cooler, ne? Diese Map wird auf jeden Fall noch mal ein bisschen spannender. Das ist nämlich die größte Map, die wir haben. Die hat auch die meisten Minen drauf, die meisten Creep-Camps, wo die Heroes hochgelevelt werden können. Ich bin sehr gespannt, ob sich die... Deswegen auch gierige Sande wahrscheinlich. Ja. Wenn man sich hier eventuell auch mal verlaufen kann. Hier sehen wir die beiden Basen sehr nah beieinander angebaut auch. Und wir sehen wieder, Mausoleum hat sich noch nicht für die Rolle entschieden. Aber natürlich... Wäre ja auch Quatsch, der Damage-Dealer wieder die Rolle des Damage-Dealers eingenommen. Und da haben wir es gesehen, das ist gerade aufgeploppt. Rolle, Tank, bessere Abwehrleistung und hier ist halt bessere Angriffsleistung. Beim Support hätte man dann natürlich erhöhten hier. Und auch hier ist noch gar nichts passiert. Haben wir wieder das Mausoleum als Tank und den Damage-Dealer, wo dann hier jederzeit das kleine Schwert aufploppen kann. Es lebt. Will auch noch nicht. Es lebt. Da kommt auch schon der erste Pango-Bolt raus und baut sich hier. Was baut er da? Eine kleine Baracke wahrscheinlich? Ja, die Kriegsbestie. Um,
Am Anfang, glaube ich, im frühen Stadium gab es nur zwei Rassen, wenn ich das richtig sehe. Jetzt kam eine dritte dazu. Ist es dann jetzt alles? Sind das die drei Rassen, die ihr jetzt so belassen wollt? Oder plant ihr vielleicht noch irgendwas hinzuzufügen in Zukunft? Aktuell bleiben wir erstmal bei den drei Rassen, die wir haben, mit jeweils drei Helden. Ob da in Zukunft nochmal was dazukommt, das müssen wir sehen. Okay, aber wahrscheinlich balance-technisch ist das schon schwer genug, so zu machen, ja, dass es ausbalanciert ist. Ja. Kriegsfest ja auch schon fertig gebaut. Jetzt müssten ja, wann spawnen die Helden? Nach anderthalb Minuten? Nach ungefähr 60, 90 Sekunden müssten es sein. Dann sehen wir also hier wahrscheinlich gleich wie Gnollfürst Aror und Geist Lady Leorona. Das sieht so cool aus. Guck mal, er grimmt sich ein. Der sieht, ne? Das sieht so geil aus. Eine Eidechse, die sich versteckt. Ah, da sind die Helden. Da sind die Helden. Dann haben wir Lady Leorona. Die packe ich mir direkt wieder auf die 2. Und hier ist er. Gnollfürst Aror und oben haben wir natürlich das exakt identische Setup bei Team 2. Lady Leorona und wo ist er, der Gnollfürst? Oh, der Gnollfürst läuft schon los hier. Der geht schon ein bisschen scouten. Dabei gibt es ja auch Einheiten, die scouten können, wie zum Beispiel diesen kleinen Fangobold. Der Fangobold ist wahrscheinlich jetzt, also er kann, wahlweise geht er scouten oder er baut direkt eine zweite Mine. Ja. Ich denke nämlich auch, dass der sich wahrscheinlich entweder hier einbaut, na, wo direkt so vor der eigenen Base. Ja, aber da unten stehen eigentlich Creeps. Das können, ist, ja, siehst du, nämlich der kleine Fangobold, nämlich jetzt die Creeps gepullt. Das ist natürlich blöd jetzt. Doof, ja. Das ist die Frage, und der kann auch nicht gesteuert werden. Ne? Das heißt, der muss jetzt eigentlich nur noch hoffen, dass... Nö, der kann, das ist eine ganz normale Einheit. Die kann einfach, die könnte jetzt eigentlich wieder zurückgezogen werden, aber der Spieler, ihm scheint es nicht aufzufallen. Ah, jetzt ist ihm aufgefallen. Jetzt versucht er zu flüchten, aber ich glaube, das wird nichts. Das wird nee, da hat er den Pangobolt leider... Zwei Pangobolts Ripperoni umsonst gestorben. Euer Tod war leider vergebens. Ja, das ist natürlich für die Eco jetzt ein Problem, aber grundsätzlich macht es ja Sinn, gerade auf großen Maps, kann man vielleicht auch einfacher mal in die ersten Echsen gehen, weil sie nicht direkt angegriffen werden können. Und das werden ja in den meisten Fällen wahrscheinlich auch alle am Anfang schon drin. Aber hier siehst du es halt auch. Hier wird halt mit dem Heldenumgang, hier werden die Creeps zerstört. Das macht Sinn. Damit die kleinen Units dann auch in Ruhe vor sich hin basteln können. Lady Rona steht hier quasi Wache, damit ihre Untoten, ihre Zombies... Das ist... Das ist halt ein bisschen schlauer. Die laufen auch zu fünf. Ne? Also das heißt, selbst wenn einer kämpft, können die anderen... Ja, halt aber das waren temporäre Zombies. Wo die jetzt auf dem Weg hin waren, weiß ich nicht. Die sind aber schon wieder weg, ne? Die temporären Zombies, das ist das Hauptgebäude, das kann die temporären Zombies spawnen, hatte ich eben schon mal erzählt. Warum die jetzt weggeschickt wurden, statt Rohstoffe zu holen, das ist mir gänzlich unbekannt. Hier unten sehen wir schon von Team 2 das zweite Mausoleum, was lustig ist, weil das ja nicht der Held der Untoten ist, sondern der Held der Outcasts. Das Mausoleum gehört ja hier oben zu Lady Leorona. Das heißt, die hat ihre Mobs hier runtergeschickt, hat hier schon mal aufbauen lassen. Nächste Mine ist schon ready, sobald das Ding hier steht. Also quasi jetzt fangen ja auch die Zombies wieder an, diese Anurium-Mine abzubauen. Das sind die normalen Zombies, ne? Die temporären. Das sind die temporären Zombies, die können jetzt direkt einsammeln. Die sind so getimed, dass sie es ungefähr ein-, zweimal schaffen, entweder zu Bäumen oder in die Mine zu laufen. Dann sterben sie auch wieder. So, irgendwie Lady Leorona steht rum, ist sich aber noch nicht ganz sicher. Was sie machen, ist Observatorium einnehmen, um quasi den Fog of War in diesem Bereich der Karte einfach mal verschwinden zu lassen und ein bisschen bessere Einsicht zu haben. Denn man weiß ja nicht, wo sich der Gegner gerade befindet. Man könnte jetzt natürlich auch zu zweit, so sieht es auch fast aus, als ob Team 2 hier schön safe zu zweit rumrennt. Natürlich, als Support vielleicht nicht so weit vorne stehen sollte. Man hat auf Tank geskillt, aber irgendwann sollte man doch merken, dass die HP-Leiste eventuell runtergeht. Das Mobcamp kriegt er auch alleine nicht mehr weg. Ohne Support, denke ich, ist er viel zu squishy. Ah, er macht die guten Moves, hat jetzt in dem Moment nichts gebracht, weil der AOE-Damage von den beiden Zyklopen hier einfach viel zu stark ist. Ja, aber da muss er jetzt dabei bleiben. Da kann man nicht einfach mal eine Einheit abstellen und die kämpfen lassen. Ja, aber manchmal muss man halt auch einfach liegen lassen, ne? Manchmal muss man einfach sagen, ist halt nicht, hat nicht sollen sein. Oh, das sind aber auch nochmal vielleicht knapp. Aber den einen kriegt er noch gelegt, jetzt hat er aber seinen Mob auch wieder verloren. Jetzt ist halt das Movement gefragt. Aber ihr seht, Lady Leorona ist schon wieder gespawnt. Kannst du nochmal oben die Namen einblenden von den Spielern? Damit wir wissen, welches Team welches ist. Also Team 1 sind Sinjul und Fügling und Team 2 Sir Edwin und Creepycast. Das Schöne ist, wenn man die Entwickler daneben hat, oder in deinem Fall jetzt nicht die Entwickler, aber jemanden vom Team, kann ich dir direkt sagen, immer wenn der Held stirbt, muss ich den neu auf meinen Quickslot legen. Ja, stimmt. Deswegen wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr aufhören würdet, eure Helden umzubringen. Zumindest für so komische Unterfangen wie Mobcams Raid. Ja, gerade für den Observer ist es natürlich jetzt sonderlich schwierig. Wenn du selber spielst, hast du mit F1 einen Hotkey, um deinen Hero direkt auszuwählen. Ah ja.
Das entschärft es für die, aber für dich als Observer ist es natürlich jetzt sehr ungeeignet. Hier ist halt wieder die Frage, Aro steht da einfach rum und macht gar nichts. Die beiden laufen ja an sich zu zweit ganz gut rum, aber weder nutzen sie Synergieeffekte, noch versuchen sie irgendwie vielleicht einen Gank zu initiieren, denn Team 1 ist super split. Und wenn die jetzt beiden einfach hier mal wirklich komplett nach links durchrushen würden. Ja, sie bauen da jetzt die Echse, die ihre Gegner auf der anderen Seite schon gebaut haben. Auch das ist halt komplett gemirrored. Das traut sich keiner so in den mittleren Bereich der Map rein. Weil hier jetzt einfach rübergehen, man weiß doch, wenn man selber hier eine Echse hinbaut, könnte man sich doch auch denken, dass der Gegner hier auch eine Echse hinbaut. Und worst case stehen da beide Helden. Dann geht man halt in einen Teamfight rein, 2 gegen 2. Das wäre jetzt der Best Case. Man geht halt hin, snackt sich hier schön den Supporter weg, weil der alleine als Tank nicht viel machen kann und zerstört direkt die Echse. Die Knight quasi hier die wichtigen Ressourcen. Am schlauesten ist es tatsächlich auf dieser Map sogar, da wo die weißen Icons sind auf der Minimap, da die erste Echse zu bauen, da sieht man schon, weil das sind ergiebige Anorium-Minen, die haben ein bisschen ein größeres Kontingent an Anorium. Da also eine Echse aufzubauen, kann schon eher sinnvoll sein als das an der Seite. Aber wir sehen die Teams, die machen eher beides. Die eine hat es nach außen, die andere macht es innen. Aber du sagst, größeres Kontingent, ganz kurz, da ist einfach nur mehr drin oder 6000. Kann man auch pro Einheit mehr rauskriegen? Also da ist mehr drin. Einfach mehr drin. Okay. Was hier ganz cool zu sehen ist, ist eigentlich, die Hordenbestie war das Haupthaus, ja, ne? Ja. Dass hier sich auch schön aufgeteilt wird, dass quasi jeder eine von den Minen nimmt, damit jeder genug Ressourcen hat. Mhm. Das heißt, wir haben also für Team 2 quasi die erste Echse direkt vor der Homebase. Das heißt, wenn die eingenommen wird und der Teamfight gewonnen ist. Die stehen da unten natürlich auch ein bisschen gefährlich, denn die stehen da unten im Tal. Das haben wir natürlich absichtlich so platziert, denn von oben herab kann auf die Mine gefeuert werden. Oh. Du musst also, wenn du unten deine Echse hast, auch ein bisschen ein Auge drauf haben, was spielt sich oben auf hier, den Klippen ab. Hier quasi. Mhm. So, da kommen auch die ersten kleinen Echsenmenschen. Wie lustig, dass die Echsen auch wirklich Echsen sind. Das fällt mir jetzt erst auf. Wow. So, jetzt könnte es hier aber tatsächlich mit dem Observer vor allem, den sich hier Team 1 geschnappt hat, direkt zum ersten Mal in den ersten Teamfight gehen. Mhm. Ist die Frage, ob jetzt hier bewusst avoided wird oder... Oh, hier haben wir nämlich jetzt das. Jetzt wird wahrscheinlich hier oben von der Klippe herabgefeuert. Oder auch nicht, na gut. Hätte ich an deren Stelle gemacht, von da oben runter auf die Worker gefeuert, aber vielleicht wollen sie jetzt doch nochmal reinlaufen direkt. Sie könnten tatsächlich wirklich von hier einfach alle Zombies wegsnacken und dann wird er ganz... Aber jetzt gehen sie rein. Jetzt ist nur die Frage, werden sie direkt von oben gegankt, denn Team 2 kriegt natürlich mit, dass deren Worker da unten angegriffen werden, haben natürlich Vision durch ihre eigenen Einheiten, die hier rumstehen. Aber hier wird auf jeden Fall der Farm hart denied. Aber Team 2 lässt sich das anscheinend trotzdem aber so gefallen. Also entweder das wird sich jetzt hier in der Base gegathert und man geht zusammen los, oder sagt sich, gut, dann geben wir den halt hier unten die Mobs. Wow. Ja. Die Echse wird sich nicht geschnappt, warum nicht? Kann man doch jetzt weitermachen. Also ich meine, man könnte ja auch nach unten dann hier lang abhauen, wenn es richtig, richtig hart auf hart kommt. Ja. Will aber keiner. Na gut, aber sie haben ja schon ordentlich Damage jetzt gemacht, weil ja, aber die Einbußen sind ja extrem. Die ganze Base zerstören wäre ja noch besser, weil die Base spawnt halt demnächst wieder neue Zombies und dann wird hier fröhlich weitergefahren. Ja, aber du verlierst halt ordentlich Ressourcen und fällst dann auf jeden Fall dahinter. Team 1 hier auch mit einem Levelvorteil, sind schon auf Level 5. Und wie gesagt, mit Level 6 können ihre Helden dann ihre Ultis skillen. So, hier haben wir einen Boss, das ist der Map-Boss. Der ist nochmal extra stark, wir sehen schon 6000 Lebenspunkte. Wenn der stirbt, dann bekommt das Team, das den gelegt hat, einen Bonus, also einen Buff. Der, was wäre das in dem Fall hier? Der Bonus, den die geben würden, ist wahrscheinlich ein Schadensbonus. Der ist temporär, das heißt, der ist dann perfekt zum Pushen. Okay. Liegt ja dementsprechend auch direkt auf dem Weg zur gegnerischen Base. Genau, liegt auf dem Weg. Ob sich das jetzt für die Teams lohnt, da müssen sie dann selber entscheiden. Hier sehen wir es aber wieder. Ich meine, also ja, jetzt haben sie die Zombies kaputt gemacht, haben den Farm aber für eine halbe Minute denied und jetzt gehen hier wieder 5 Zombies lang und haben schon ein Drittel der Mine leer gefressen. Aber das sieht doch so aus, als hätte sich Team 2 in der Zeit, anstatt den Engage zu suchen, wirklich mal gruppiert, hier mit 2 Heavys im Hintergrund. Aber jetzt laufen sie durch. Und die Frage ist, wollen sie den Boss legen oder sind sie einfach nur aus Versehen reingelaufen? Aber hier wird der Damage ausgepackt. Team 1 sieht das aber und kann natürlich jetzt Folgendes versuchen. Entweder von hinten ins Team reinzugenken oder den Boss zu stealen. Das kennt man ja. Das kennen wir ja von LoL. Das ist der typische Dragon- oder Baron-Steal. Wir sind bei der Hälfte. Das sieht auch tatsächlich so aus, als ob sie wirklich hier so gerade auf Max-Distanz gehen, oben die Mobs schon kaputt machen, um nach dem Steal wahrscheinlich direkt den Engage zu suchen. Denn das Team, was den Boss jetzt legt, kriegt den Damage-Buff, der wichtig ist, um danach direkt den Teamfight zu nehmen und vielleicht danach in die Base zu gehen. Jetzt wird es aber spannend. Sehen wir. Oh, und
gestohlen. Ja, Team 1 geht rein. Und jetzt muss man reingehen. Jetzt darf man nicht mehr zurücklaufen. Jetzt wirklich einfach nur noch W drücken oder in dem Fall mit der Maus nach rechts klicken. Und rauf, 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 rauf. Die Heavys ziehen nach. Lurana zieht nach. Damage wieder vorne in der ersten Lane. Und das sieht echt nicht gut aus. Da sind die beiden Heroes, glaube ich, auch schon... Sind schon gefallen? Einer ist gefallen. Einer ist gefallen. Lady Lurana hier oben aber auch schon halb. Da muss man noch hinterher. Da wird in der ganzen Hype letztes Drittel Energie. Und man rennt halt einfach hinterher. Sie kommt halt auch nicht weg. Ja. Und selbst wenn sie in die Base rennt, irgendwann ist hier oben halt auch die Karte vorbei. Also ja, machst du nichts, dann stehst du in der Ecke und wirst direkt in deiner eigenen Base verprügelt. So vor der eigenen Haustür, Mutti guckt zu. Ja, und wir haben auch und da passiert es auch. Da ist sie down, kannst du nichts mehr machen. Da geht sie down und da wird das erste Haupthaus angegriffen. Ne, das zweite war das. Das ist die erste Echse. Ah ja, das ist die Echse unten im Tal mit den Erwiegen. Hier ist natürlich schlau, mit dem Buff jetzt wirklich zumindest die beiden rauszunehmen. Aber wir sehen schon, der Damage-Dealer von Team... Was ist das? Team 2? 2, genau. Ist schon wieder gespawnt. Probiert es hier ein bisschen zu denyen, sollte aber natürlich auch rechtzeitig aus der Nummer wieder rausgehen, weil sonst feedest du da einfach nur noch hart rein. Also selbst die Mobs sind mittlerweile durch den Buff so stark, schöner Dodge, dass du eigentlich gar nicht als Hero auf den Hero raufgehen musst, sondern als Hero hier unten schön den Damage austeilst und deine Mobs einfach da oben den Gnollfürst Aroa aus dem Leben nehmen lässt. Und der kommt auch gar nicht mehr weg. Der rennt jetzt weg und gleich steht er da oben in der Ecke und denkt sich, scheiße, dann kann springen. Die sie auch einfach reinrennen. Wir haben auch gesehen, wunderbar gehealt nach dem Kampf und während des Kampfs. Und jetzt also sehe ich eigentlich nicht mehr ein großes Comeback, oder? Ich glaube... Also wenn sie nicht zufällig noch irgendeine Echse irgendwo gebaut haben, aber die da unten, die war nicht sonderlich ergiebig. Aber bei der wissen wir ja auch, wo sie ist, als Team 1 schon. Ja. Oh. Und da ist der Surrender Vote. Ah, ist das GG. Die größere Map und die kürzere Spielzeit. Verrückt. Das ist ja spannend. Mann. Verrückt. Es steht 1-1, oder? Ich glaube. Moment mal, nee. 2 hatte doch eben surrendered, oder nicht auch? Ich weiß es. Ja, genau. Team 2 hatte vorhin surrendered. Das heißt, eben hat 9 und 10 gewonnen. Wer hat jetzt gewonnen? Ja, jetzt hat auch Team 2 surrendered. Ja. Das heißt, wir sind durch. Damit war das Best of 3 leider etwas kürzer, als wir uns erhofft haben. Schade. Ja, 9 und 10. 9 und 10, ja, Tatsache. Aber wie schnell das auch dann entschieden werden kann. Ne? Beide waren eigentlich relativ gleich auf und dann haben sie in der Mitte getroffen. Es war dieser eine Fight. Es ist ja ganz oft so, dass du theoretisch sogar in der Lead sein kannst, also in der Führung. Und dann machst du im einen Fight, passt du halt nicht auf. Und dann wird dir vor der Nase den Boss, den du seit anderthalb Minuten beackerst, weggestohlen, mit dem Buff wird direkt auf dich raufgegangen. Und dabei haben sie extra vorher schon die Echse unten nicht verteidigt und schön Einheiten gesammelt, weil sie den Boss halt legen wollten. Haben aber anscheinend, war ja ein gutes Micromanagement von Team 1, die halt trotz ihrer coolen Route, die dann einmal komplett über die Map gelaufen, trotzdem noch genug Einheiten in der Hinterhand gebastelt haben, um sich auf diesen Engage, um den Boss vorzubereiten. Ja, aber wie ich schon gesagt habe, auch, dass du sagtest, die Zombies sind halt jetzt tot, aber da kommen ja gleich neue. Das kann halt sehr, sehr entscheidend sein, weil sie dann nicht genug Einheiten produzieren konnten. Sie hatten ein paar weniger Einheiten in der Mitte. Und wir haben noch gesehen, dass Team 1 dann auch schon während dieses Boss-Steal-Attempts auch schon ein paar Einheiten angegriffen hat. Genau. Also alles sehr, sehr richtig gemacht und den Vorteil genutzt worden. Man muss ja den Boss auch nicht, also man kann natürlich entweder warten, bis der Boss wirklich super los und dann springt man mit einem großen Schadenszauber rein. Das wäre der klassische Stil. Ja. Was wir hier gesehen haben, war tatsächlich eher die Methode, dass man nebenbei schon, weil man eben nicht wie bei LoL noch Minions hat, kann man sich eben zumindest schon mal um die Minions kümmern und die nebenbei wegfrühstücken. Und Team 2 hat hier den großen Fehler gemacht, weiter auch den Boss zu beackern, anstatt erstmal den Teamfight zu suchen. Ja, oder rauszugehen und wenigstens danach mit dem Leben davon zu kommen. Die haben halt gesagt, nee, wir haben jetzt hier angefangen, den Boss zu legen, wir machen den jetzt fertig, dass denen dabei komplett ihre Ads und ihre Mobs weggemacht werden, dann der Boss gestohlen wird und sie mit den restlichen 3 Einheiten, die sie noch hatten, komplett überrannt werden, bis in die Base zurückgedrängt werden. Ja, das ist halt auch vorbei, ne? Ab dann ist der Snowball halt auch real. Ja, also unsere Spieler sind, glaube ich, auf dem Weg schon zu uns. Und ich glaube, ich sehe die jetzt auch schon. Und dann würde ich sagen... Ich glaube übrigens, dass das Feigling heißt. Ich glaube nicht, dass das Feigling heißt, sondern Feigling. Wir fragen gleich mal nach. Finden wir heraus. Wir waren uns nicht so ganz sicher. Aber ja, ich kann ja schon mal... Ich hole schon mal, glaube ich, auch Sachen, oder? Hol doch schon mal Sachen. Stellen wir uns hin. Aber erstmal die Zweitplatzierten, oder? Wir machen das... Was denn? Haben wir die Zweitplatzierten eigentlich auch da? Ja. Sind alle da? Sind alle ready? Gut. Oh, kann man direkt mal wieder aufstehen. Schade, Carsten im Sitz macht eigentlich Spaß. So, Jungs, ihr seid ready. Ihr habt euch da drüben gerade ordentlich die Köpfe eingeschlagen. Deswegen würde ich sagen, ein Applaus für unsere Zweitplatzierten. Des ersten Year of Rank Qualifiers. Heftig in die Klatsche klatschen für Sir Edwin und Creepy Cast.
Moin. Ja, Jungs. Erstmal Glückwunsch. Ihr spielt wahrscheinlich auch erst seit Freitag, ne? Ja. So wie alle. Wie ist das? Zweiter Platz? Ist nicht erster Platz, aber kann man stolz drauf sein. Woran hattet ihr Lehen? Im ersten Spiel haben wir uns in der Economy verschätzt. Also wir waren zu langsam im ersten Spiel tatsächlich. Beim RTS ist Geschwindigkeit einfach das A und O. Und kam überhaupt nicht raus bei mir in der ersten Runde. Und das ist halt. Das hat man gemerkt, ihr seid von den Zyklopen. Einheit, ja. Hat man gemerkt eigentlich, das ist eine sehr starke Frontline. In der zweiten Runde haben wir das besser hinbekommen. Da haben wir sehr früh auch die Expo gegriffen. Und da hat es dann wirklich der Bossfight entschieden. Also wir haben dann wirklich auf die Karte Bossfight gesetzt. Hätten wir den auch gewonnen, hätten wir das umgedreht, weil der Boss-Buff ist sehr, sehr stark. Hat man ja gesehen. Was bei ja, also wie schon gesagt, der Boss-Buff ist momentan einfach extrem stark. Der wird wahrscheinlich noch angepasst werden. Von daher konnten wir uns auch nicht zurückziehen. Weil man den einfach braucht, weil sonst vorbei ist. Die Chance, entweder es klappt oder es klappt nicht. Und zusätzlich hatten wir das Problem, dass eine von unseren Goldminen gleich am Anfang gecatcht wurde. Die rechts unten. Das hat uns natürlich auch nochmal ordentlich zurückgeschmissen. Deswegen hatten wir eigentlich keine andere Chance, außer, okay, auf Heck und Verreck, wir probieren es jetzt. Wenn wir einen Boss kriegen, ist RIP. Und ansonsten haben wir leider den Kürzeren gezogen. Aber es war knapp. Also es war wirklich so der perfekte Stil, so kurz vor Ende, die letzten 10 HP nochmal. Schade eigentlich. Gut, aber der Fischi hat für euch zumindest einen kleinen Trostpreis. Sind es Mauspads? Nein, es sind sogar Mäuse. Mäuse. Vielleicht könnt ihr euch ja mit den Dritt- und Viertplatzierten zusammentun. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Glückwunsch nochmal. Trotzdem gut gespielt. Danke. Also, ne, never give up, never surrender. Starke Nummer. Danke. Aber wo es einen Zweitplatzierten gibt, wir können auch, also ihr könnt auch stehen, wie ihr wollt, oder ihr kommt rüber, wie ihr wollt. Wo es einen Zweitplatzierten gibt, gibt es natürlich auch einen Erstplatzierten. Und da muss man einfach sagen, wirklich gerade jetzt im zweiten Game sehr, sehr stark gespielt. Der Boss-Stil und der Engage dann auch vorher die schöne szenische Route genommen, um da die Expo zu denyen. Das kann man mal machen und dann kann man damit aber auch gewinnen und dann kann man dafür auch vor allem mal klatschen, wenn jetzt hier Sinjil und Feigling auf die Bühne kommen. Woo! Oder Fickling, das finden wir jetzt raus. Hello, hey, hello. Hey, Freunde. Sehr schön, klatsch, klatsch. Hey. Spreche Deutsch oder Englisch? Oder? Du bist Sinjil, ne? Ich bin Sinjul, ja. Du bist auf Sinjul? Ja, ich bin Sinjul. Das könnte auch ein echt hässliches U sein, ja. Ja. Dann heißt du jetzt auch Sinjul. Ja, super. Ist es Feigling oder Fickling? Fickling. Fickling. What does Fickling mean? Fick means fat in Danish. I say like a fatty. Ja. Schöne, okay. Schöne Selbsteinschätzung. Ja, yes. Gut. Humor. Yeah, well played. That boss engage was very, very delicious. Cheers. Very, very sneaky. Ja. Habt ihr einen Grund gehabt, als ihr die Expo unten angegriffen habt? Dass ihr die nicht, dass ihr die Echse unten angegriffen habt, die Mine, dass ihr die nicht zerstört habt, warum nicht? Weil das zu lange dauert. Wir haben einfach die Worker gekillt. Also wenn die Arbeiter weg sind, kriegen sie keine Ressourcen, also gehen wir raus. Also es kann natürlich sein, dass sie da mit ihrer Armee hinterherkommen, dann sind wir eben da gefangen, deswegen schnell Arbeiter killen, wieder das, raus. Das war das, was ich dachte, weil sie haben ja die Vision eigentlich gehabt. They could have seen you killing the Expo. And they didn't go in. They gathered the troops to get the boss, which didn't work as well. Ja. So. Beide Spiele liefen eigentlich so wie geplant. Also vor allen Dingen das erste Match. Ist das die Eiskarte? Is this the meta right now, Undead and Outcast? Is that the meta right now, Undead and Outcast? I mean, so like I played another hero, Shadowstalker, I think, but she didn't feel as strong. So I found this champion and he has a really cool ultimate. That's like an AoE damage type. So I picked that one because it's really efficient at killing units. So we noticed that the strategy of our opponents, they would build a lot of weak units, but they would have like a lot. And they're trying to Zerg rush you and you just AoE them. Exactly. So my champion kind of counters that with his ultimate. That's why I specifically chose him. Also wir haben es nochmal gesehen. Sie wussten vorher anscheinend schon, dass ihre Gegner eher so auf die Zerg rush Taktik gehen und mit vielen kleinen, aber dafür auch schwachen Einheiten reingehen wollen. Und wenn dann beide eben einen Helden haben, der eine Ulti hat, der einfach so viel AOE-Damage macht und bei kleinen Einheiten auch völlig ausreichend ist, stehst du halt am Ende da mit deinem Helden und um dich rum halt alle tot irgendwie. Ist halt schade. Fischi, hast du was? Ja. Hast du was? I just wanted to ask, you came here especially from Denmark to play this qualifier, right? Sorry? You came here from Denmark just to play this qualifier? No, I'm actually a professional League of Legends coach. Oh! Oh! I came from my organization.
Oh, nice. And then you just accidentally won the game. Oopsie. Ja, yeah. Also wir spielen beide für Black Lion und ich wollte unbedingt mitspielen beim Turnier. Ich war aber alleine und dann hat man gesagt so, hey, nimm ihn doch einfach und ja, yeah. So sind wir dann zusammen. He just told us your love story, how you just all of a sudden and boom, love at first sight. Yeah, I mean, we're from the same organization, so we just, I mean, we were the two best ones, so we just teamed up and then we went in. Ja, er hat gesagt, sie waren die beiden Besten. Und dementsprechend haben wir auch gewonnen. Deswegen nochmal ein Applaus für Sinjul und Fickling. Ah. Ja, und wenn ihr euch mit den anderen zusammentut, haben wir quasi ein Mauspad, eine Maus und eine Tastatur. Da kann jetzt quasi jeder so, ihr könnt da einfach aufteilen, jeder spielt seine Rolle. Geil, dann nochmal fetten Applaus. Applaus für den ersten, zweiten und vierten des ersten A Year of Wayne Qualifiers auf der MAC in Erfurt. Vielen Dank euch. Well played, GG. Viel Spaß noch mit dem Game. Aber wirklich, also ich glaube, ihr werdet alle hier zu Hause noch ein bisschen üben. Map 1 war super. All rein. Der Boss hat irgendwie keine HP. Also, wir haben genau so gespielt. Schnell ein paar Einheiten gebaut. Level 2. Dann in die Mitte den Helden gekillt. Der hat nur 200 HP. Mit dem Buff in ihre Base rein. Alles dann gekillt. War dann hatten wir Levelvorteile und dann kommen sie nie wieder zurück. Das hat einmal am Anfang irgendwie so einen kleinen Fehler gemacht. Aber gut, jetzt sind wir alle ein bisschen schlauer. So, und wer weiß, was beim nächsten Mal passiert. Jungs, wie gesagt, trotzdem gut gespielt, ne? Kein Problem. Und? Ja, ich war. Ey, wie gesagt, wenn alle seit Freitag spielen, ne, da so schnell reinzukommen, so zu wissen, wer wo wie stark ist, ob man wirklich mal bei Level 2 schon in die Mitte geht, um den Helden zu holen und dann mit dem Buff eigentlich da schon völlig OP zu sein bei Level 2. Geil, Jungs, vielen Dank. Cool. Haben wir noch ein bisschen Zeit eigentlich? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Also könnten wir uns vielleicht nochmal hinsetzen, vielleicht nochmal ganz kurz über das Game noch ein bisschen reden. Einfach vielleicht über das Game reden. Nochmal reinschauen, vielleicht haben wir auch, gibt es Replays? Könnten wir in Replays reinschauen? Oder? Würde mich wundern, wenn es hier schon Replays gibt, oder? Also wir haben eine Option, Replays aufzuzeichnen, tatsächlich, ja. Aber dadurch, dass wir jetzt als Observer drin gewesen sind, ja, ist das nicht aufgezeichnet worden, nicht auf diesem Rechner jedenfalls. Okay. Wir könnten ja aber auch mal, ich fand die super, die Karte. Ich fand die ganz gut. Kurze Frage von mir, es ist ja, du sagtest, der Fokus ist auf 2 gegen 2. Gibt es denn trotzdem auch die Solo-Funktion oder habt ihr gleich die rausgelassen, weil ihr sagt, das wollen wir nicht? Wir haben 1 gegen 1 direkt ganz rausgelassen. Es wird, es wird nur 2 gegen 2 gespielt. Das erlaubt uns, also gerade das erlaubt uns, in den Matches Features zu entwickeln oder Features anzubieten, die nur, also die rein auf Teamplay basieren, wie zum Beispiel eben starke Bosskämpfe oder eben die Rollen, die sich gegenseitig ergänzen sollen. Das kann ich jetzt nebenbei hier mal auf Offline spielen klicken oder auf Online? Du kannst auf Offline spielen gehen, genau. Aber eben vor allem so Rollensachen. Und das kann man bei einem 1 gegen 1 eben nicht anbieten, weil man immer davon ausgehen muss, die Leute spielen auch alleine und das Spiel muss auch funktionieren, wenn es alleine ist. Ja. Genau. Ja, du kannst dir mal alles auswählen, je nachdem, was du gern magst. Ich guck mal. Ich würde jetzt tatsächlich mal eine Runde nebenbei spielen. Habe mich jetzt für die Outcasts entschieden. Aha. Aber werde nicht den Gnollfürst spielen, sondern also nicht den Tank, sondern den Damage Dealer. Hätte bei mir im Team hätte ich gern Rupa und den Paladin, einfach damit ich einen Heiler habe. Ja. Oder ist der, nee, der Heiler ist der Paladin, Paladin ist der Heiler, ist ne? Der Heiler, genau. Okay. Und im Gegnerteam nehmen wir einfach mal die Outcasts und den Mykonid, was auch immer das ist, klingt interessant. Und nochmal die Untoten und vielleicht den Wiedergänger, also auch den Damage Dealer. Das heißt, wir haben hier einen Damage Dealer, einen Caster und bei mir einen Damage Dealer und einen Tank. Komm einfach mal rein hier. Ich muss aber jetzt dann doch nochmal nachhaken, wegen der 2 gegen 2 Sache. Wollt ihr auch nicht für Fun-Matches das irgendwann doch nochmal vielleicht zulassen, dass man auch alleine spielen kann? Weil es gibt ja tatsächlich viele, die sagen, ja, aber ich will mich nicht verlassen darauf, dass ich jemanden finden kann, mit dem ich dann trainieren kann und so weiter. Also Ranked auf jeden Fall nicht. Du hast ranked gesagt, freiwillige Matches. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Zum aktuellen Zeitpunkt haben wir es nicht geplant. Wenn es wirklich echt 1000 Mal nachgefragt wird, dann kann es natürlich sein, dass wir uns darauf auch einlassen. Okay. Ansonsten bieten wir natürlich eine AI an, mit der du spielen kannst. Ja. Wenn du alleine bist, wenn du keinen da hast, der mit dir spielen will. Auch in der Kampagne, wir haben auch eine Kampagne. Oh, okay. Auch die ist ausgelegt auf Koop eigentlich, aber die kann auch Singleplayer gespielt werden im Sinne von du mit einem AI-Spieler zusammen. AI. Okay. Also es ist schon eher so der Teamfokus in dem Spiel. So, was hast du da jetzt ausgewählt? Ich habe mir jetzt so einen kleinen Pango-Bolt gebaut und lass den erstmal hier so ein bisschen Holz abbauen, weil am Aronium habe ich schon was passiert hier unten. Da wird schon, ja, da wird hier irgend so ein kleiner Bauarbeiter wird weggesnackt, das ist mir egal, der ist von meinem Teammate, aber der soll er halt sterben. So, der zweite ist direkt fertig, der macht hier auch so ein bisschen Holz. Ist ja vielleicht auch erstmal schlau, ein paar
paar Pango-Balls hier in die Queue reinzupacken, damit die halt weiter vor sich hin rödeln. Und dann suche ich mir mal einen aus und der baut jetzt mal eine Hoarding-Bestie. Ich habe noch nicht genug Holz. Das heißt, die beiden Jungs hier oben müssen erstmal ein bisschen Holz sammeln. Also du hast genug Ressourcen, um die Bestie zu bauen, um die Einheiten zu produzieren, aber wenn du jetzt direkt eine Echse bauen wollen würdest, dafür wäre dann die Hordenbestie. Also die Kriegsbestie, die reicht schon, dann kannst du schon mal Einheiten produzieren. Hier ist mein Hero. Und den Pangolin, den würde ich jetzt mal ganz kurz... Wo wäre denn schlau? Ist das hier eine Mine? Nee, das wäre eine Mine. Aber schau mal auf der Minimap, da sind so Totenköpfe auf der Minimap. Die signalisieren quasi, da befinden sich Mobs, die erstmal... Ja, dann nehme ich meinen Hero einfach mal mit. Du gehst hier Holz sammeln. Ja. Dein Hero kann ja pro Level einen Skill freischalten bzw. aufleveln. Das geht ganz unten rechts bei dem Pfeil mit der kleinen 1. Die zeigt quasi... Ah, du kannst leveln. Genau, da unten können die Skills gelevelt werden. Unten rechts. Frodo, du musst leveln, sonst geht das doch nicht. Achso, warte kurz. F1 war Hero, ne? Ja, genau. Da unten rechts. Unten rechts. Angreifen. Nee, ganz unten rechts. Achso, ganz unten rechts. Da kannst du dann einmal einen Skill auswählen, weil du bist jetzt Level 1. Du kannst einen Skill freischalten. Plattentanz, Schrittschritt. Weiter. Ja, hier, Meuchelmord. Zack. So, F1. Wie komme ich mit F1 auf meinen Hero? So. Was ich noch fragen wollte, gibt es irgendwelche Sachen, die du jetzt noch, die dir einfallen, die sich noch großartig unterscheiden von vielleicht RTS-Spielen, die wir sonst so kennen? Also gibt es da Sachen, die da herausragen? Ja, wir haben featuremäßig auf jeden Fall versucht, uns an dem altklassisch Eingesessene, was die Leute gewöhnt sind, zu orientieren. Oh Gott, nein, mein Pangolin! Das Spiel möglichst einfach zu gestalten, im Sinne von nur die Features zuerst mal reinzubringen, die man braucht, um ein gutes RTS zu machen. Der größte Unterschied ist tatsächlich 2 gegen 2, der reine Fokus darauf, die entsprechenden Features, die daraus resultieren. Oh, ich muss meinem Mate hier helfen, aber der ist schon direkt gegankt worden. Die Nummer ist durch, schade. Ansonsten sind es wirklich keine wirklich großen Unterschiede von, was so klassisch gespielt wird. Wenn jetzt Leute kommen, die schon damals oder heute immer noch Warcraft 3 gespielt haben oder Starcraft 2, die starten das Spiel und wissen instant, wie es funktioniert. Ja, ja, cool. Gibt es eigentlich Flugeinheiten? Ich glaube, ich habe keine gesehen bisher. Aktuell gibt es keine Flugeinheiten. Nee, das ist auch ein Teil von diesem, wir haben dieses Designprinzip, wo wir sagen, wir wollen erstmal nur die Features ins Spiel bringen, die wirklich zwingend notwendig sind, um gutes RTS zu machen. Und da reichen Bodeneinheiten erstmal. Aber der Wunsch nach Flugeinheiten kam schon relativ häufig. Es ist nicht abwegig, dass wir das irgendwann mal machen. Okay, cool. Cool. Also wir hören viele von unseren Paladin hier übrigens gerade oben, das Ding hier einzunehmen, wo ich schon vorhin hin wollte. Das heißt, ich werde hier einen meiner Gnolls direkt mal abkommandieren, damit er hier oben hinrödelt. Für den Fall, dass der Paladin das hier oben nicht schafft, da hilft mein Held jetzt auch dazu. Die kommen jetzt hier dazu. Er hat aber auch schon direkt einen seiner Kämpfer eingeschickt. Aber ich helfe ihm jetzt hier quasi oben alles fertig zu machen. Der ist nicht so schlau, der Typ, ne? Ja. Die AI ist an der Stelle tatsächlich... Eher so ein bisschen doof. Es kann sogar sein, dass die AI in dem Patch noch veraltet ist. Wir sind ja in einer Closed Beta und wir haben eben diese Mine da oben von einem grünen Totenkopf, also einem kleinen Creepcamp, auf einen gelben Totenkopf, ein mittelgroßes Creepcamp erweitert. Okay. Es kann sein, dass der AI das noch nicht gefüttert wurde. Ah, okay. Dass sie noch denkt, oh ja, die da oben müsste ich eigentlich platt kriegen. Die sind easy und dann okay. Läuft dann rein und stirbt. Du kannst die AI sogar ein bisschen steuern. Du kannst mit G einen Ping setzen und dann läuft die AI dahin. Das heißt, wenn du sagst, du möchtest woanders angreifen. Ping die mal irgendwo hin. Ich hole jetzt erstmal hier meine 3 Gnolls. Er möchte da oben halt rein. Ne? Der möchte da hart engagen. Aber der kriegt halt einfach wirklich nur noch auf den Sack da oben. Ich habe halt meinen einen kleinen Bauarbeiter hingebaut, weil ich will halt sofort einen Heimathafen einbauen, mir eine kleine Echse hinbauen. Jetzt geht's auch. Jetzt brauche ich eigentlich meine 3 Gnolls, die hier ankommen, brauche ich gar nicht mehr dazu holen. Vergiss nicht, du hast den Skill noch, ne? Ja, jetzt bist du ein Level aufgestiegen, kannst also weiter einen Skill freischalten. Zack, dann gibt's hier mit W direkt noch den nächsten hinterher. Nee, die weg da. Das Geile ist, hier sind meine 3 Dudes und jetzt hole ich ganz schnell meinen Gnoll hier hin und sage, du geiler Typ. Kann direkt eine Bau mir mal eine Hordenbestie hier. So. Wow. Aufpassen, dass die nicht alle im Weg stehen, na, aber. Oh Mann, ey. Ah, eine Einheit. Hat dann Held steht da in dem Weg. Also das Hauptgebäude in der Nähe von Minen snappt das immer so an den optimalsten Platz mit dem besten Abstand. Wie kann ich denn jetzt hier kurz Ein Held steht im Weg, ja. Ja, wie kann ich das abwählen? Also, so. Okay. Zack, direkt damit. Wo ist mein Gnoll? Yeah. Das Spiel ist ja offensichtlich, und wie wir schon gesagt haben, auf E-Sport ausgelegt. Habt ihr da schon Pläne für Events? Ich denke mal, ihr habt da auch Bock, auch ein bisschen zu investieren jetzt in näherer Zukunft.
Also wir haben auf jeden Fall Bock auf Tournaments. Wir werden viele Tournaments machen, wir wollen Events machen. Das fing auch schon früh in der Entwicklung an. Wir haben bereits in der Technical Alpha, also schon in der Alpha-Version Anfang des Jahres, ein Alpha-Turnier gemacht. Darin haben auch noch StarCraft 2 Profis teilgenommen. Okay. Wir haben die extra eingeladen, die haben daran teilgenommen, die haben gutes Feedback gegeben. Weiter ging es jetzt während der Closed Beta, haben wir das Undead Champs Tournament gehabt mit 4 Teams, die gegeneinander gespielt haben in einem 6-Wochen-Turnier mit einem Offline-Turnier als Finale. Und das ist jetzt quasi unser erstes lokales Event-Turnier hier auf der MAC. Und es wird auch in Zukunft weitergehen. Also auch während dem Early Access-Start wird es direkt das nächste Turnier geben, das dann auch eine öffentliche Registration hat. Bis jetzt haben wir die Teams ja immer selber zusammengestellt. Habt ihr da vielleicht auch was für Nicht-Profis am Start? Weil das ist immer so ein bisschen, ich habe da immer super viel Lust drauf, aber dann fehlt dann die Zeit. Profis natürlich trainieren täglich 6 Stunden plus. Gibt's da vielleicht auch was, wo ich mitmachen kann? Das Beginner-Turnier? Oder? Ja, irgendwie sowas. Amateur-Turnier. Dürfen sich Leute nur Leute anmelden, die unter 6 Stunden Spielzeit haben? Ja, das wird dann auch geprüft. Ich gehe dann nach Hause und prüfe das. Ja, nein, ist natürlich wie auch schon bei anderen E-Sport-Zielen. Aber ich möchte nicht sagen, dass du nicht trotzdem gewinnen könntest. Aus dem Undead Champs-Turnier zum Beispiel ist jetzt rausgekommen, wir hatten 4 Teams. Davon waren 2 richtige E-Sports-Vereine. Okay. Und dann hatten wir eine Folk-Metal-Band, Harpier heißen die, die waren das dritte Team. Ja. Und dann hatten wir das vierte Team, das bestand rein aus Community-Mitgliedern, die das Spiel vorher noch nie gespielt haben. Und wieder erwartend hat das Team Underdog, das so hießen die, das war das Team mit den 2 Spielern, die haben das Turnier gewonnen. Gegen 2 E-Sports-Vereine und gegen die Band Harpier, die vorher schon Zugang zum Spiel hatte und schon trainieren konnte. What? Ja. Oh, du hast es gerade gehört, das ist ja krass. Dann können wir ja vielleicht doch noch als Team da noch was reißen. Es ist nicht aussichtslos. Oh Mann, ich krieg sehr Lust zu spielen. Darf ich vielleicht? Nein, nicht. Sommer? Nein. Ich spiel's nachher. Ich baue mir direkt meine zweite Dungeons und dann baue ich hier meine Armee und dann geht's von hier los. Aber hier oben kommen sie direkt ran, die wollen. Nein, gehen schon ran, ja. Man sieht auch, dein AI-Gegner scheint sehr interessiert an Range-Einheiten zu sein. Es könnte natürlich an deiner Stelle jetzt sinnvoll sein, Nahkampf- oder Magie-Einheiten zu bauen. Ihr habt jetzt beide ausschließlich Fernkämpfer. Jetzt stirbt mir gleich mein Held weg, aber die sind. Gegen die Fernkämpfer sind auch Nahkampfeinheiten sind am stärksten gegen die Fernkämpfer. Jetzt kämpft ihr euch gegenseitig mit Fernkämpfern, geht auch. Also du bist ja hier auch. Okay, aber klassisch würde man dann jetzt quasi gucken, dass man halt Nahkämpfer auch dazu noch holt. Ich dachte, ich kriege jetzt hier alle mit einmal weggemacht. Ich hoffe, dass der halt rechtzeitig gebaut ist, dass ich hier noch irgendwie ein paar Einheiten rausrödeln kann. Ihr könnt hier mal fleißig eine Marie da bauen, da brauchen wir noch einen fünften irgendwie. Zack, kleiner Pangolin. Was kann man hier machen? Tarnangriff, er schafft einen Nähe und... Ja, das sind so Rush-Protection-Sachen. Die können... Die helfen dir ja nochmal ein bisschen, geben zusätzlichen Bonus oder eben, wenn du gerusht wirst, kannst du damit den Rush zurückschlagen. Was ich am Anfang nicht so richtig mitgehört hatte, es gibt dann auch so diese klassischen Gebäude, wie man in anderen Spielen vielleicht Schmiede nennen würde, wo man dann Upgrades holt für die einzelnen Einheiten. Genau, also man fängt meistens an mit Hauptgebäude und mit der Kaserne, quasi genau, mit dem Kaserngebäude. Ja. Darüber hinaus gibt es weitere Gebäude, die schalten Technologien frei, um deine aktuellen Einheiten zu verbessern oder schalten weitere Einheiten frei, die du produzieren kannst. Sowas. Und dann gibt es noch ein Defense-Gebäude, das ist meistens Wachturm-mäßig. Ja, das wollte ich noch fragen. Die gibt es auch nochmal, ja. So, ich warte jetzt gerade hier, dass mein vergessenes Idol fertig gebaut wurde. Und dann kann ich nämlich weitere neue Einheiten bauen. Ich glaube, du bist angegriffen da unten, oder? Ja, das ist irgendwie mein Mate, der ist mir egal. Ach, das ist eh blöd. Wir sind tatsächlich in der Base deines Mitspielers. Du musst natürlich im Hinterkopf behalten, das Spiel ist vorbei, wenn alle Gebäude eines Spielers zerstört sind. Das heißt, ich nehme jetzt hier meinen Hero. Und du kannst jetzt also nicht sagen, deine AI mal eben zerstören, dann rocke ich das alleine. So funktioniert das leider nicht. So, jetzt ist schon mal spannend. Ich springe da jetzt mal hin, zack, hingeportet. Ich habe vergessen, was meine Skills machen, aber ich glaube, den Hero, guck mal hier, zack, direkt. Ah, der Hero geht down. Der wird geheilt. Das ist übertrieben. Und dann rennen sie direkt weg. Jetzt zieht er zurück, ja. Was willst du tun? Nochmal zurückgeschlagen, ja. Oh! Das ist ein Teleport-Skill. Da kommen meine LOL-Skills wieder raus hier. Alle 3 LOL-Skills, die ich habe.
Nee, da würde ich mich hier oben mal so ein bisschen platzieren. Was das ist Ding das denn? Das ist geil, ne? Ich habe jetzt schon neue Einheiten freigeschaltet. Kannst du ranzoomen? Dass wir uns mal dieses Art-Design mal ein bisschen angucken können. Ist das hier eine Hainbestie? Ein vergessenes Idol? Das vergessene Idol brauche ich eben, um in meiner Kriegsbestie... weitere Einheiten freizuschalten, ne? Genau. Warum kann ich hier jetzt nicht bauen? Doch, die müsstest du bauen können. Der Cooldown darauf ist fehlerhaft. Okay. Ich brauche davon jetzt erstmal 5 Echsenvolk-Dinger und mach den mit seinen Ranged-Einheiten komplett kaputt. Ja, wie auch immer der da hingekommen ist. Die 13 sollte da nicht sein. So, und hier oben kann ich auch nochmal 5 bauen. So, deine Mine da ist nämlich leer, ne? Jetzt hast du nämlich die Pangoline da stehen, die nicht wissen, was sie tun sollen. Ja, dann hier, ihr fresst jetzt alle Holz. Die anderen Pangoline sind hier noch fleißig am Mine abbauen, da ist auch noch 4000 noch was drin. Und hier baue ich mir jetzt meine kleine Armee zusammen, werde dann gleich mal Fullham gehen. Also ich habe jetzt bei beiden Kriegsbestien, könnte ich hier noch eine Kriegsbestie hinbauen? Du kannst so viele Kriegsbestien bauen, wie du willst. Du musst halt nur darauf achten, dass du immer genug Rohstoffe hast, um überhaupt Einheiten zu produzieren. Die Heimbestie kann... Auf der Map muss man, das ist auch die kleinste Map, die wir haben, Echolichtung, und die hat nicht so viele Minen. Du musst also auch ein bisschen darauf achten, nicht zu lange zu warten. Nicht, dass man plötzlich da ist, keine Minen mehr da und dann endet es irgendwie im Putz oder was. Ich baue jetzt einfach super viele Einheiten und rush den einfach komplett down. Dann baue ich hier noch so ein paar Dryaden. Wie viele Maps gibt es bis jetzt? Wir haben aktuell 3 Maps, damit werden wir auch starten, aber wir arbeiten intern mit einem Level-Editor, ich weiß, alle Leute werden nach dem Level-Editor fragen, wir haben das auf dem Schirm, aber wir arbeiten aktuell schon mit einem Level-Editor und die Maps werden auch schnell nachgeliefert. Okay. Es ist wahrscheinlicher, dass es neue Maps gibt als neue Fraktionen oder Helden. Ja, ja. Also würdest du nicht vielleicht sogar sagen, dass ihr eventuell einfach auch keine mehr hinzufügt? Es kann gut sein, dass wir auch einfach keine Fraktionen mehr, keine Helden mehr. Wir bleiben erstmal bei dem, die wir haben. Balancing sowieso schon schwer genug. Genau, und auch andere Spiele in dieser Richtung, da sehen wir ja auch, dass sie konstant über Jahre hinweg immer noch gebalanced werden. Also ich glaube, da hat man auch durchaus genug zu tun. Ich meine, wir sehen jetzt, die Leute wählen alle hier die Wraith als Hero und den Gnollfürst. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn wir das nächste Woche im Büro, wir schauen uns nächste Woche im Büro das Ganze nochmal an. Scheiße. Ich kann mir gut vorstellen, dass da nochmal was dran getweakt werden muss, wenn die vielleicht zu stark sind noch. Yes. Ich brauche mal ganz dringend ein bisschen Holz hier, merke ich gerade. ich kann hier unten, habe ich mich, eigentlich war ich schon cool und habe mich hier schon hingestellt, weil ich hier so eine Kriegsbestie hinbauen wollte. Habe auch kein Holz mehr. Das ist auch ein gefährlicher Punkt, wo du da bist, weil die Mine steht wieder auf so einer Absenkung unterhalb von Rampen. Du kannst also nach links und rechts gar nicht so weit gucken. Die können also wieder von oben runterschießen, wenn du da unten was baust. Achte halt auf jeden Fall auf die Verteidigung. Das ist meine eine Triade. Eine interessante Sache, die, glaube ich, noch keiner gesehen hat. Auf dieser Karte haben wir einen Heilbrunnen. Das heißt, wenn du zum Beispiel keinen Supporter dabei hast, ganz oben im Norden gibt es den Heilbrunnen. Da kannst du deine Einheiten heilen. Ist der blaue Pfeil oder was? Genau, das ist ein blauer Tropfen. Blauer Tropfen, ja. Der ist überdeckt jetzt noch mit dem gelben Creep Camp. Der Heilbrunnen wird natürlich bewacht entsprechend. Kann man den Heilbrunnen zerstören? Nein. Okay. Ist einfach nur, nicht gut. Ist, ja. Aber er wird hart umkämpft, gerade weil er sich so mittig auf der Karte, also mehr oder weniger mittig auf der Karte, gespiegelten Karte befindet. Oh, das gefällt mir. Aber das sind auch dann diese Features, die vielleicht man nicht aus anderen Spielen kennt, die das Ganze so ein bisschen auffrischen, das Genre. Wie kamt ihr eigentlich darauf, wenn ich mal kurz fragen darf, weil man hört viel, dass RTS so ein bisschen untergeht in letzter Zeit und dann kommt ihr mit einem neuen RTS-Game, was auch an vielen Ecken und so sehr, sehr, sehr klassisch ist. Also wie kamt ihr da auf diese Idee, das so mutig anzugehen? Also The Delic kommt ja eigentlich von nach vielen Jahren erstmal aus der Singleplayer-Ecke. Und die haben sich ja, also wir zusammen haben uns aber dann in der Vergangenheit gedacht, wir wollen dann doch auch mal Multiplayer machen. Der Trend geht irgendwie Richtung Multiplayer und in Richtung Zusammenspielen, gegeneinander spielen. Und dann stand eigentlich die Entscheidung, ein Multiplayer-Spiel zu machen, so schon da. Dass es ein RTS geworden ist, verdanken wir quasi einigen Kollegen, die gesagt haben, wir hätten Bock, ein RTS zu machen. Das gab es lange nicht. Und dann haben wir zusammen entschieden, wenn wir da alle Interesse dran haben. Man muss ja auch so ein bisschen Leidenschaft mitbringen für das, was man tut. Dann haben wir ein RTS gemacht. Super cool. So, ich bin jetzt übrigens gleich ready. Du siehst dich aber so ein kleines Game immer. Wir haben noch nicht mehr viel Zeit, Frodo. Also du müsstest jetzt mal langsam eine Attacke machen. Wenn wir das jetzt noch hier in diesem... Wie jetzt alle die Hansels mal jetzt...
Gruppe 2. Hast du auf jeden Fall gut Gruppe 1. Weil das sind jetzt natürlich Nahkämpfer, ne? Gruppe 3 und drei Healer habe ich auch dabei. So, Gruppe 1 ja. auf, Gruppe 2 auf, Gruppe 3. Oh, kann man eigentlich unendlich viele Einheiten binden in eine Gruppe? Du kannst die alle binden. Also die Sache ist, du kannst unendlich viele binden, ja, aber du kannst nicht unendlich viele produzieren. Du hast, ja, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Die passen da alle rein, dann kommt da so ein Scroll-Menü, wenn es zu viele sind. Okay, schön, schön. Weil bei einem anderen Spiel, was so ähnlich ist, ging das, glaube ich, nicht. So, warte mal. Das ist jetzt der Boss, ne? Genau, Gruppe 3 kommt hier hin. Gruppe 2 geht rauf. 1. Oh. Nicht, dass der dich jetzt... Der macht aber ordentlich Schaden, ne? Eieieiei, aber da kommt, deine Gegner kommen von unten jetzt. Oh, Frodo! Jetzt eng. Ja, da gehen aber direkt meine Hansels gehen hier rauf. Healer, macht mal euren Job bitte. Hast auf jeden Fall mit den Melee-Einheiten hast du gut gewählt, weil sie haben natürlich Fernkämpfer, die sind natürlich jetzt schwach gegen deine Melee-Einheiten. So, mein Helden ziehe ich mal da raus aus der Nummer, dass sie sich da oben nicht von dem Boss kaputt machen lässt. Au. Und ihr geht jetzt mal alle auf den Typen hier rauf. Alle auf seinen Hero. Mit meinem rödel ich ein bisschen umher. Kann schon wieder was aufleveln. Würdest du sagen, ihr habt noch irgendwelche Features eingebaut, die so ein bisschen Next Level sind? Also so ein bisschen den Leuten entgegenkommen, dass vielleicht Sachen, die vorher den Spielern in RTS gefehlt haben und jetzt mit diesem Spiel dann dazukommen irgendwas? Gefehlt nicht. Also wir setzen viel auf dieses Team-Gameplay und wir merken auch, wir müssen den Spielern man muss ihnen schon auch mal beibringen, wieder im Team zu arbeiten, weil gerade die RTS-Fans sind natürlich viel 1 gegen 1 gewohnt. Ja. Jetzt muss man im Team arbeiten, das hat große Vorteile, das muss man den Leuten beibringen. Ansonsten... wir haben Heroes gespielt. Ich schätze ja nicht so. Ja, okay, also Spielmechaniken sind ja auch schon lange eigentlich... Etabliert, genau. Aber was uns sehr freut, ist, ich habe eben schon mal erzählt, während der Alpha haben wir mit zwei StarCraft-Profis zusammengearbeitet. Ja. Die haben kann uns man fragen, wer? Ja, das sind Hearthstam und Hero Marine. Oh! Genau, die beiden. Die gehen raus, den kenne ich. Hallo. Ja, die haben uns in der Alpha geholfen und die haben natürlich sehr viel Feedback gegeben. Die haben uns große Listen gegeben mit Feature-Wünschen, die sie haben. Mega. Und die haben es direkt ins Spiel geschafft, sodass wir jetzt während der Beta schon Leute haben, die sagen, solche Features habt ihr schon während der Beta, das ist ja unglaublich. Dazu zählen eben Sachen wie verschiedene Hotkey-Möglichkeiten, die immer nutzen, Observer, Replay, du hast eben gesagt, Replay habt ihr glaube ich noch nicht. Doch, haben wir, Replay-Funktion haben wir auch. Super cool. Spiel, alles schon da. Super, super cool. Frodo, wir schaffen es. Er hat es leider nicht geklappt, der Boss hat leider mich, der Boss hat haben Heroes getradet. Ja, der Boss hatte ich gekillt. Ich fand es super, super spannend und ich habe extrem Lust, dieses Spiel zu spielen jetzt. Vielleicht spielen wir tatsächlich mal als Team oder auch, so, wenn wir dürfen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Steffen, vielen, vielen Dank, dass wir das hier ansehen durften und auch dieses Finale hier miterleben durften. Ja, falls ihr das spielen wollt, das Spiel, einmal direkt auf die andere Seite der Halle. Da drüben hängt es auch groß an der Wand. A Year of Rain. In der Halle 1. 6. Ja, November. Kommt es raus. Genau. Wir dürfen aber schon vorher spielen, oder? Ja, aktuell findet tatsächlich die Closed Beta statt. Wir verschicken nächste Woche wieder Keys, das heißt auf unserer Webseite registrieren. Nächste Woche gibt es wieder Keys, dann kann auch nochmal vorher gespielt werden. Vielleicht haben wir Glück und kriegen auch einen Key. Das wäre total super. Year of Rain, meine Damen und Herren. Kleinen Applaus bitte für den Steffen, der uns hier unterstützt hat. Auf der Bühne. Und wir gehen jetzt tatsächlich in eine kurze Pause, beziehungsweise ein Feature, worauf ich mich auch schon wieder die ganze Zeit freue. Denn mein Kumpel Felix war mal wieder unterwegs auf der Mac, hat das Ganze gefilmt und auch selber geschnitten, wie man vielleicht dann auch sieht. Schaut euch das mal an. Grüße gehen raus auch an die Leute zu Hause. Und wir sehen uns dann danach wieder hier auf der Bühne 1, auf der Hauptbühne in Halle 1 der Mac Erfurt. Bis gleich.